Wir haben auch eine Auswahl an Konfekt für diejenigen, die ihr etwas Süßes vorziehen. Bitte bedienen Sie sich doch. Wir haben natürlich auch ein paar Frauen an Bord für die Leute, die etwas Süßes vorziehen. Bitte bedienen Sie sich doch. So ist es also, wenn man im Luxus lebt. Daran könnte ich mich gewöhnen. Wir haben noch eine beachtliche Reise vor uns. Wir wollen selbstverständlich, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Ey, vor ein paar Wochen bin ich nach Rom geflogen. Was hab ich gekriegt? Eine lauwarme Laugenstange und Tomatensaft. Das ist kein Klischee, dass es wirklich Tomatensaft gibt auf Lügen. Aber ehrlich gesagt, seitdem ich im Flugzeug Tomatensaft getrunken habe, möchte ich das eigentlich auch mal am Boden tun. Ich weiß nicht, ich finde immer, das schmeckt immer wie kalte Spaghetti-Soße. Na, mach doch nix. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal weiter und jetzt kriegen wir auch endlich unser zweites Rätsel, wenn wir erstmal nach Hinweismünzen suchen. Mhm. Wo sollen wir, wo könnte eine? Im Schnee? Oh, ein Rätsel! Oh, Professor, dieser Ort muss bei Nacht einfach wundervoll sein. Die Schneedecke, angestrahlt von der spärlichen Beleuchtung. Ja, ich stelle es mir traumhaft vor. Da haben Sie recht, das passende Licht zu nächtlicher Stunde ist stimmungsvoll und der Sicherheit auf den Straßen zuträglich. Und wo wir gerade dabei sind, fällt mir auch ein leuchtend brillantes Rätsel für Sie ein, Emmy. Augenblick. Was hat mit den weißen Zipfeln zu tun? Dorfbeleuchtung. Oh nee. Sowas ähnliches gab's sogar in einem Rätsel des Tages mal. Oder apropos, soll ich dir mal was sagen? Was? Meine Mama hat alle Rätsel des Tages gelöst. Alle? Alle. Jedes einzelne. Boah. Also bei Layton 5 jetzt. Ich hätt's ja auch gern gemacht, aber. Wir haben da sogar Aufnahmen gemacht, damit du es machen kannst, wenn du dich erinnerst. Hä? Ja, stimmt. Ja. Aber irgendwie dann doch nicht die Zeit gehabt. Mann, ich würde es gern echt tun, aber... Vielleicht bei dem Teil. Ja. Und dann noch vorher bei Layton 5, damit ich dann nicht deiner Mutter in irgendwas nachstehe. Nicht, dass ich was gegen sie hätte. Möchtest du jetzt vorlesen? Ja, gerne. Zum Karneval sollst du festliche Laternen im Dorf aufhängen. Klingt simpel, ist aber so. Nee. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Aber alles ist natürlich streng bürokratisch geregelt. Das Bescheidenheitsgesetz erlaubt maximal eine Laterne pro Straße. Das Antidopplungsgesetz verbietet, dass sich zwei Strahlen der gleichen Farbe überschneiden. Kannst du die Laternen nach diesen Gesetzen aufhängen und trotzdem alle Straßen komplett erhellen? Ich weiß leider nicht mehr, wie die Antwort war. Das kann ewig dauern. Das macht ja nichts. Positioniere die Laternen an den Kreuzungen, die auf der Karte durch ein Zeichen markiert sind. Eine Laterne leuchtet in einer geraden Linie in die Straße, die sich an ihrem Stand in die Straßen, die sich an ihrem Standort kreuzen. Entschuldigung. Ein Kreuz zeigt an, dass zwei Laternen sich in derselben Straße befinden oder dass sich zwei Strahlen derselben Farbe kreuzen. Ändere die Anordnung der Laternen, um diese Probleme zu lösen. Blub. So. Das sieht doch schon mal nach was aus. Bisschen. Ja. Fragt sich nur, wie es weitergeht. Das darf man jetzt. Oh, wie cool! Warum darf man das nicht? Achso, die kreuzen sich. Oh. Du. Hä? Das sieht man im Hintergrund, ne? Genau, das wird hell. Ja. Das finde ich super. Das finde ich super. Das finde ich jetzt richtig cool. Sowas mag ich immer, solche Details. Das ist schön, dass du sowas magst. So. Jetzt habe ich ein Problem. Das klappt nämlich schon mal nicht, wie es aussieht. Aber das auch nicht. Moment, jetzt bin ich? Nee. Das ist auch alles falsch. Weil die sich noch überschneiden. Ups. Schon besser. Na, es klappt aber so nicht. Ich kann ja mal versuchen, so und dann dahin. Und da. Oder doch eher da.
Ja, es ist ja egal, so oder so funktioniert es gerade nicht. Ja, toll. Supi. Tu doch mal die gelbe 2 nach unten, 1 nach links. Die gelbe 2 unten, 1 links? Hier? Nee. Ja, und die rote wieder dahin, wo es sie vorher hat. Na, geht ja nicht. Da überschneidet sie sich ja schon. Ach ja, da drüben, das habe ich jetzt nicht gesehen. Die muss wahrscheinlich dann doch so. So, das... Wieso geht das jetzt und anders nicht? Weil darum. Ja, bis jetzt sieht's ja gut aus. Ich muss noch die anderen beiden gelben irgendwo unterbringen. Ja, das ist das Problem. Das klappt so nicht. Ich muss ja alles irgendwie erleuchten, was hier so ist. Ich habe eine Idee. Ich mache mal das weg. Das da rein. Das da rein. Und jetzt muss ich noch irgendwo eine gelbe platzieren können, wo sie die anderen nicht trifft, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein, das geht nicht. Nee, ich würde eine von den gelben, glaube ich, ganz unten in die Mitte setzen. So, ganz unten in die Mitte? Also, beziehungsweise ins zweite von links. Das da? Nee, das da. Das zweite von links. Ja, aber dann trifft sie die da. Ja, ja, die würde ich ja dann wieder woanders hinsetzen. Die würde ich jetzt wieder eins nach oben tun. Das, So vielleicht. Ja, aber dann müssen wir immer noch einen dritten Punkt finden, an dem das Ganze... Wir müssen ja irgendwie sehen, dass die an Orten, an Punkten enden, so dass da noch immer irgendwo noch eine dritte hin kann. Doch lieber so und das so. Und dann noch zusehen, dass... Ach nee, da treffen sie sich. Aber da nicht. Aber jetzt ist die dritte wieder. Da gibt es keinen Punkt mehr, an dem noch eine hin kann. Wenn du... Nee, dann nicht. Ich habe keine Ahnung, was zum... Setz mal eine. Nee, das klappt ja eh nicht. Ich glaube, ich würde mal sagen, eine muss ganz nach rechts in das... Dritte von unten. Hä? Dritte von unten? Mal. Ganz rechts? Ja. Da? Ja, und dann? Weil, dann ist es schon in zwei Richtungen blockiert, deswegen, also, genau. Und dann so? Das geht aber auch nicht, ne? Nee, das hatten wir schon mal. Ja, stimmt. Das ist ja super, dass das so gut anfängt. Ich find's ja Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Wenn wir wenigstens... weißt du was? Wir haben was? Tipps. Stimmt. Von den gelben Laternen hast du die meisten. Also solltest du zuerst die positionieren. Eine davon in der Ecke unten rechts. Aha. So, dann haben wir dort eine, die wir platzieren könnten vielleicht. Oder... Wo könnten wir denn? Noch eins runter? Da nicht, da. Nee, noch eins runter geht nicht. Genau, und die andere da nach links. Ah, schön, schön. Jetzt haben wir's. Der Rest sollte nicht so schwierig sein. Ich hoff's doch. Nee? Würde ich, genau, so. Ja. Dann oben noch eine. Genau, da. Von links und dann da, wo übrig ist, noch die grüne. Genau. Bäm. Ein Tipp und schon. Dann warst du schon auf einmal wieder ganz leicht. Ja. Und jetzt alle mal aufgepasst. Alle mal hergehört. Still gestanden. Los, das nächste. Wo ist der nächste? Der nächste. Ja, ja, deswegen. Du bist. Nein, du bist doch die Lösungen immer. Ach so, okay. Ach, machen wir das jetzt so. Haben wir doch immer so gemacht. Ich lese die Rätsel, wechseln du die Lösung vor. Nö, irgendwann haben wir uns auch mal immer abgesprochen. Möchtest du? Ach nö, mach du mal. Okay, dann machen wir das jetzt wieder so. Okay. Also, dass wir uns spontan entscheiden? Nee, dass du die Lösungen und ich die Rätsel. Na gut. Schön erleuchtet. Nun sieht das Dorf wirklich hübsch aus. Der Karneval wird sicher toll. Find's auch wirklich hübsch. Der Karneval wird sicher toll. Rätsel Nummer 003. Oh, wo ist denn Rätsel Nummer 002? Wo es wohl sein mag. Ist nun im Rätselindex spielbar.
ein geradezu wärmender Ausblick. Ganz Ihrer Meinung, warmes Licht auf kaltem Schnee, was für eine romantische Kombination scheinbarer Gegensätze. Aha, romantisch. Oh. So, wir haben immer noch keine Hinweismünzen gefunden. Schneemann. Was? Ja. Schneemann. Man versucht wohl die Hauptstraße regelmäßig vom Schnee zu befreien. Seien Sie vorsichtig, seien wir vorsichtig. Diese Kanaldeckel sind sicher sehr glatt. Oh, fast wäre ich ausgerutscht und auf der Nase gelandet. Oder auf Ihren Füßen, Herr Professor. Die Menschen hier haben sich ja sehr viel Erfahrung im Schneemannbau. Ja, Snöborg ist internationaler Schneemannbauweltmeister. Snöbau-Weltmeister. Snöbau. Selbst Schneemänner tragen Mütze und Schal. So kalt ist es hier. So kalt ist Professor, es. Professor, können wir nicht auch einen Schneemann bauen? Ja. Ein Snöemann. Unglaublich, wie viel Schnee auf diesen Bäumen liegt. Es muss Stunden dauern, den ganzen Schnee vom Dach zu entfernen. Nö, wenn ein ordentlicher Orkan bläst. Oh. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage und auf Christian anspiele. Wer ist Christian? Christian ist letztens über Orte wie Snöborg gezogen. Ach so. Ja, ich weiß nicht, was der so geheißen hat. Ja, an Orten wie diesem nimmt das Schneeräumen viel Zeit in Anspruch. Das Spiel passt jetzt perfekt in die Winterzeit. Klar. Hinweismünze! Ja, eben. Das passt hat in Japan nicht so schön gepasst wie bei uns. Das Schöne ist, dass wir ja wahrscheinlich eh wieder bis August brauchen, bis wir fertig sind. Das ist gut, weil es gibt noch andere Klimazonen, in die wir hier kommen in dem Spiel. Diese Leiter benutzen Sie wohl, wenn Sie den Schornstein reinigen. Viele Menschen glauben, dass Kaminkehrer Glück bringen. Ich glaube, dass Schornsteine Glück bringen. Mein Schlot müsste auch mal gefegt werden. Boah! Ich fürchte jedoch, der Beruf eines Kaminkehrers ist äußerst gefährlich. Bei mir nicht. Ich bin ganz lieb. Hinweismünze! Okay, meinst du, wir haben schon genug? Zwei haben wir, glaube ich, oder? Schneemann-Imbiss! Wer kauft denn Essen für einen Schneemann? Tee eiskalt genießen! Ich hoffe es immerhin, dass im übertragenen Sinne. Der Berggipfel des Genusses. Das klingt doch höchst erfreulich. Der Gipfel der Lust. Warte mal, da war doch gerade was. Ach da. Na komm. Eine Hinweismünze. So, jetzt können wir sie ansprechen. Die ist doch süß, oder? Und das ist so niedlich. Wir wollen beide, oder? Wenn ich einen Vorschlaghammer hätte, um nachsinnig albern, Mona. Den nächsten mache ich. Na gut. Also den nächsten Satz von ihr. Ach so. Weil ich auch mal will. Okay. Guten Tag, junge Dame. Huch, Sie haben mich jetzt aber erschreckt. Wer sind Sie eigentlich? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Mein Name ist Herschel Layton. Ich bin Professor der Archäologie an einer Universität in London. Und ich bin Luke Crichton, sein Lehrling. Und ich bin ausgerutscht. Oh, Mr. Tut mir leid, aber in letzter Zeit kann man gar nicht misstrauisch genug sein. Das ist schön, wie du das machst. Mach weiter. Du oder ich weiter? Du machst weiter jetzt. Du hast das gut. Ich bin jedenfalls Mona. Und wenn Sie ein Professor sind, dann haben Sie sicher viel Krebs, nicht wahr? Dann haben Sie sicher viel Gips. Nein, das waren Bauarbeiter. Ich soll eine Freundin treffen. Doch vorher muss ich das eingefrorene Geschenk öffnen, das sie mir gegeben hat. Aber wie?